Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde auf YouTube. Ich bin's, euer Odo, und wir sind mitten im Pathfinder Kingmaker in unserem Bestreben, den Staglord zu besiegen. Ich glaube, das könnten wir heute noch schaffen, außer wir sterben ständig. Ach ja. Oh Gott, wir sind so unfähig. Warte mal, wir haben ja heute gesagt, wir werden eh nochmal schlafen. Das heißt, wir werden das Ganze aufbrauchen, das ganze Zeug nochmal. Ah, Bane, dafür sind die nicht gut drinnen. Da müssen wir daher gehen. Was soll er sehen, Gorum? Ha? Sagst du mir das? Wir machen noch ein Bane hier. Und danach machen wir, glaube ich, ein Heili-Heili. Du greifst den an. Amiri, was machst du eigentlich? Tust du auch irgendwas Sinnvolles? Mhm. Mach doch bitte noch so ein Ding auf diesen blöden Cleric. Okay, und jetzt machst du bitte Heili Heili. Ja, alle Anwesenden. So, könntest du bitte einmal trinken? Okay, du machst noch mal Heili Heili. Octavia, mach doch bitte mal sowas auf diesen Kerl hier. This won't kill me. Ja, ja, ja. So, du wendest doch bitte mal das auf die Amiri an. Amiri, wie wär's, wenn du das mal trinkst? Ja, ja. Tja, das dazu, Freunde. Deswegen legt man sich nicht mit uns an. Du machst noch einmal Heili Heili. Mhm. Ich jetzt nur 3 Energiepunkte. Mhm. Nein, machen wir nicht. Gibt es auch irgendwas Sinnvolles, oder? Nö, nichts Sinnvolles. I spy. What do I spy? Aux und Dovan from Nisroch. Dovan from Nisroch. Das sind 2 Helden, quasi. Level 4 und Level 2, die sind 2 Stufen höher als wir. Also der zumindest. Und zwar Rogue Fighter. Und können wir den anderen auch? Der ist ein Level 6 Fighter. Na, wenigstens müssen sie zu mir kommen, wenn sie gegen mich kämpfen. Mhm. Der hat AC-12, den werden wir leicht treffen, wenigstens. Aber wenn er draufhaut, merkt kein Gras mehr. Hm. Chaotic Eagle.
Na, warte mal. Mach das auf den hier. Besser. State your desire. I will grant your request. So many thoughts. So little time. One shouldn't brag about a big sword if they can't carry one. Okay. Oh, du bist noch immer enlarged, oder? Trink doch bitte mal das. I'll carve my name into your flesh. I haven't gotten to kill anyone today. Finde ich gut. Stop! Freunde, seid ihr doof? Seht ihr nicht die Falle? Wartet ihr bitte hier? Du, machst du bitte deinen Zauberspruch auf ihn? So, und dann gehst du bitte danach rückwärts. So wie es sich für den Priester gehört. Na, warte mal. Daher um zu verhindern. Okay, was hat er da hinten gemacht? Wieso bleibt er noch immer da hinten stehen, der Dolm? Okay, Mufasa. Okay. Ah, da ist er. Töte. Du? Mach das auf ihn. Du machst bitte einen Scorching Ray auf ihn. Ich weiß nicht, ob die das Ding läuten. Die schauen irgendwie speziell aus. Au. Ja. Ja. Hätten wir vielleicht bitte drauf schauen können, ihn anzugreifen jetzt? Irgendwie läuft alles schief. Super. Und jetzt ist natürlich einer da durchgelaufen. The one from Nisroch. Stop. Listen. We can make a deal. Das klingt gut. You've probably heard things about me. But I'm a reasonable man, not some insane murderer. If you let me go, I'll leave these lands.
In exchange for my life, I'll point you towards a cache holding my share of the loot. Dovan of Nisroch always keeps his word. Tut er das? Haben wir gesehen, ob er chaotic oder lawful ist. Aber nachdem er ein Rogue ist, muss er chaotic sein und nicht lawful. A reasonable man who willfully embarks upon a path of atrocities is a hundredfold more dangerous than any madman. You cannot let him go, Mufasa. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir ihn killen könnten sollten. Even at death's door, the man is persistent in his sin. Do not let the scoundrel escape unpunished. Warte mal. Lawful evil deal? Echt jetzt? Bei lawful evil machen wir den Deal? But break your promise and I'll make you regret it. Even if I have to claw my way. Warte mal. The lawful chaotic, the lawful neutral und der chaotic good Charakter haben beide gesagt, wir sollen ihn killen, und Lawful Evil sagt, wir machen den Deal. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen immer die Lawful Evil Sache, also nehmen wir die Lawful Evil Sache. Ja, das ist es. Es ist natürlich problematisch, weil die meisten in meiner Runde sind eher gute Charaktere. Was? Ach, das ist dieser Summon Dog. Okay, wir sollten wirklich nochmal schlafen. Okay, der hatte allerdings was Cooles wahrscheinlich dabei, einen Great Club. Und was ist das? Toy Knight und Toy Dragon, echt jetzt? Und einen Belt. Der ist aber toll. Also ein Belt of Strength nehme ich mal an. Mighty Constitution. Plus 2 auf Constitution, na gut, dann kriegt ihr Miri. Warte mal, wer kriegt den? Cloak of Resistance plus 1. Die hat schon einen, die hat schon einen. Die hat noch keinen. Autsch. Unsere Runde ist schon wieder halb tot. Ist nicht lustig. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles gekillt, was draußen herumgelaufen ist. Kann das sein? Sollte mal abspeichern. Ich frage mich gerade, inwieweit ich Sachen machen muss, bevor mich diese Typen verlassen, alle miteinander. Mach mal das. Nur für den Fall, dass irgendjemand aufwacht und uns angreifen will. So. Ach, danke, dass du plus 15 dieses Mal geschafft hast. So. Schauen wir mal.
Also wenn der Staglord ähnlich brutal vorgeht wie diese Typen hier. Oh. Da steht noch ein Bandit. Nicht gut. Die da noch da sind, killen, bevor der Typ rauskommt. Okay, wir haben da einen Wolf und einen Bandit und da mal einen kleinen Bandit. Wir sollten abspeichern, bevor wir das machen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die angreifen. Ich glaube, wir müssen so oder so heraus kämpfen. They go down! What for Gollum? So, du? Hast du noch irgendeinen Kampfzauber oder sonst irgendwas? Nö. Das haben wir noch. Shield of Faith. Das machst du doch bitte glatt auf sie. Du hier. Machst bitte das hier. Valerie. Du greifst bitte den an. Du greifst bitte den an. Du machst bitte das auf den hier. Und du machst dann in Large Person auf sie. Okay. Okay, gut. Wenn wir die angreifen, kommt der Staglord drauf. Das heißt, wir werden sie nicht angreifen, sondern zuerst noch heilen. Okay. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Mach weiter. Wir haben da einen. Den Staglord. Wir könnten natürlich versuchen, darauf zu kraxeln. Einen Typen. Oder zwei. Warte mal. Ah, okay. Er ist Neutral Evil, nicht Chaotic Evil gewesen. Also vielleicht hält er sich ja doch dran. Okay, Bandit Cleric. Haben wir eine Information über diese Typen, bevor wir neu laden? I won't let you take them from me. Ja, das sagt er so, aber... Nein? Keine Informationen über diese Typen. Kann ich den Staglord nicht rechts anklicken und wir sehen dann, was er kann. Komisch das. Schade eigentlich. Ich hätte schon gehofft, dass ich irgendwie eine Information über ihn krieg. Ist er von vorher schon drinnen, weil wir ja einmal wieder geladen haben. Das Spiel macht manchmal so seltsame Sachen. Okay, nein. Ja, wir werden das Spiel neu laden. Wir werden nochmal eine Pause einlegen. Und
Dann werden wir das so machen. So machen. Vielleicht machen wir die Tür auch auf, was weiß ich. Ja. Wir machen Begin Resting. Bla, bla. I'm looking at her gang, and I'm wondering, how the hell are we still alive yet? Das frage ich mich auch, um ehrlich zu sein. Everyone's so smart, it makes me sick. Ugh. Writing smart books, fancy prayers to the gods. I only punch first and then sort it out. I guess that's why we're still alive. Yay, alle wieder geheilt. Ah, wir können gar nicht mehr aufmachen da. So, wir machen Folgendes. Ein, zwei... Vielleicht du hier. Und du hier. Ihr zwei. Oh, zwei anklicken, wenn man darf. Nein, kann man nicht. I am yours to command. Ihr zwei. Geht hierher. Battery vorne, du hinten. So. Und ihr hier. Geht daher. You cannot stand against me. Valerie, du gehst bitte da vorne hin. Du bleibst einfach da stehen. So, ich hoffe, wir schaffen den Kampf auf einmal. So, du greifst ihn an. Du hier machst bitte das da auch auf ihn. Ich glaube, wir sollten den Typen relativ schnell killen, wenn geht. So, wir hätten uns vielleicht auch noch boosten sollen vorher. Keinen Large Person mehr. Schauen wir mal. Haben wir noch einen Large Person? Ich glaube schon. Da, oder? Dreh noch nicht auf. Dann machen wir zuerst das da. Du hier machst, glaube ich, eher Protection. Und machst ein Shield of Faith auf dich. Du hier machst ein Shield of Faith auf sie. Du hier machst ein Dings auf Bums. Und zwar auf diesen Banditen. Der ist, glaube ich, gefährlich. Schauen wir mal. Oder? Passt. Oh, die greifen alle Mufasa an. Na super. Echt gut gemacht. Die, die, die. Ach Gott. Ich bin ein Idiot.
Okay, da einfach den hier. So, Jeffel, kannst du auch noch irgendwas anderes machen? Nö. Tristan? Mach mal das. So, schauen wir mal, wie weit ist der jetzt? Ah, sehr gut. Du, mach das doch bitte weiter. Tristan, du machst bitte einmal Bane. So, du machst bitte damit weiter. Auf den Stack Lord. Einfach einmal Magic Missiles nach der nächsten. This body holds no more. Aus. Du hier machst bitte. Nein, das nicht. Das da. Amiri, warum hast du das nicht getrunken? Sagst du mir das? Ah, der Owlbär kommt und hilft uns. Und der Akiros hat uns auch geholfen. Das finde ich gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du machst bitte das hier auf dich selbst. Doch, ist es. So, du mach das bitte weiter. Yay, Owlbear. Owlbear for the rescue. So, du machst bitte als nächstes einen Scorching Ray. Und zwar auf ihn hier. Ihn müssen wir killen. Ihn werden wir killen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Du hier, trink doch mal was. So, du mach gleich nochmal. Lass uns mal einen Scorching Ray dazwischen mal machen. Aber ja, machen wir einen Scorching Ray dazwischen mal. Du sollst nicht Blackness sehen, du sollst einfach noch was trinken, okay? Und du bist mit dem Scorching Ray schon fertig, ja. Dann machst du mal das hier als nächstes. So, was machst du? Du machst noch den Scorching Ray. Ach doch, wir haben gefallen. Gewonnen. I learned to stand. I... Okay. Stag Lord clutches something resembling a charm in his bloody finger, seemingly placing the last of his hope into it.
You hear a snapping sound and then a dull sigh bursts from the Stag Lord's chest. Okay. Wir sind natürlich lawful evil. These lands can only have one ruler. That's why you'll die here. These lands. Ja, das stimmt. Das werden wir noch feststellen. Finde ich gut. So, ich glaube, wir haben alles gekillt. Das war jetzt erstaunlich einfach zu lösen, dieses Problem. Share the joyous news with Oleg. Machen wir doch glatt bald. Hey, der Owlbär ist noch rückwärts gegangen. So, wo haben wir den Akinos? Ist das der? Nein, Jaffel. Hey, wo rennst du hin? Nicht renn weg. Okay, dann renn halt weg. Okay, wir skinnen den Wolf. Wir kriegen nichts vom Wolf. Yay, Staglord-Zeug. Was ist das? Ein Composite Longbow. And Staglord's Broken Charm. Lauter coole Sachen. Wir collecten einfach alles und aus. Inventory. Schauen wir mal, was kann das alles? Waffenmäßig. Das ist ein Savage Bow. 2 bis 9 Punkte. Savage heißt was? This plus 1 composite longbow grants its wielder the ability to cast Aspect of the Falcon spell 3 times per day. Naja, okay. As a first level druid for 1 minute each time. When the wielder assumes. Du weißt schon, dass der Nikolaus mir das gebracht hat. Meine Tochter versucht mir Dinge zu stehlen. Das ist unfassbar. Der Nikolaus hat dir auch Dinge gebracht. Mhm. An Attack Rolls, bla 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 bla. Ja, okay, gut, soll sein. Allerdings, unsere Bogenschützin kann das Ding eh nicht tragen. Also so gesehen, ist leider nur halb so lustig. So, Rüstungen haben wir aber auch gefunden. Was ist das? Ein Woodland Aegis. Level 5 Armor Class und Light Studded. Wow. Ja, das kriegt sie dafür aber. So, was haben wir da noch alles? Wir haben einen lieben süßen Hut. This helmet focuses wearer's attention on the weak points of enemies, giving plus 1 insight bonus to attack rolls against flat-footed and flanked targets. Ach, das kriegst du. Okay, Boots of Elvenkind. These boots grant its wearer a plus 5 competence bonus on mobility checks. Warte mal, Mobility warst du am besten, das heißt, du kriegst sie. Lesser Braces of Archery. Hmm. These braces empower the wearer to use any bow with a plus 1 competence. Okay. Und was ist das? Cloak of Winter Veil. This cloak grants its wearer a plus 1 resistance bonus on all saving throws and cold resistance 10. Na schau an. Die kriegst du, weil du noch nichts hast. Noch nichts gekriegt hast. Und du bist überhaupt ziemlich modig drauf, was das betrifft. Na gut. Oh, das kann man auch tragen. The Charm once worn by Stag Lord. Okay, gut, soll sein. So, bevor wir reingehen, sprechen wir nochmal mit dem Typen. Hey, wir können auch mit dem Owlbär sprechen. Das ist ja lustig. Zuerst sprechen wir mit ihm. Seems the winds are changing, the winds and perhaps more. Okay, was sagt der Owlbär? Owlbär, kannst du auch was sagen? Nein? Bleibst du jetzt für immer bei uns, Owlbär? Das wäre nett.
So, gehen wir rein. Schauen wir mal, was wir drinnen noch alles finden. Gar nichts, weil wir es nicht schaffen, reinzugehen. Könnten wir bitte einfach reingehen? Danke. This requires your attention. Okay. I did as you asked. Na dann. Finde ich gut. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden. The Legend of the Pathfinder by Aaron Ravi. Mhm. Hey, Diamond Dust. Ich glaube, das brauchen wir für irgendwelche Zaubersprüche. Was ist das? Wooden Plate. Oh yeah. Oh, warte mal. Hey. The luxurious bed is untouched. It seems that it hasn't been slept in for some time. Okay. Finde ich gut. Er muss schon schlafen, wenn er sich betrinken kann. Natürlich eine Falle. So, du hier, machst du bitte das da? Ausgezeichnet. Du hier, machst du bitte das da? Du machst mich nervös, wenn du so wenig Lebenspunkte hast. Oder Unlebenspunkte in deinem Fall eigentlich. Share your troubles. Passt. So, jetzt geht's mir besser. I shall end this suffering. Was? Stranger, Stranger. Ah, das ist der Vater, glaube ich, von ihm. Tja. Do not falter. So mag ich das. Nuke da. Eine Hide Armor plus 2. Nicht schlecht. Und was ist das? Nuke's crumpled note. He calls to her again, his queen, he drinks, he calls to her, he drinks again. I have no idea who she is. I can't even tell if she exists outside his own drunken vision. But I know he'll call to her and then he'll crush around angrily, yelling that she didn't come. Then he'll come for me. I obey the rules, I do as he says. I keep silent until he allows me to speak. But he still beats me every time he drinks and rages. He said he'll burn my hands in acid next time. Would I still be able to write I... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, klingt interessant. Freundlicher alter Mann. Wieso hat er uns angegriffen? Depp. Da ist nichts drinnen. Wieso ist diese Kiste da, wenn nichts drinnen ist? Finde ich nicht richtig. Da ist noch eine Kiste. Da ist was drin. Was ist das? Grinding Stone. Okay. Was steht hier? This exit to Fort Backyard looks abandoned. It seems that bandits badly used it. Naja. Okay, das heißt, hier geht es nicht weiter. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, habe ich. Aber hier geht's weiter. Tja. Ah, was habe ich getan? Lasst den Rogue durch. Ja, super.
Also zuerst das entschärfen, bevor du etwas hinten machst. Dann und dann. Viel Zeug. Empty wine bottles cover the floor, the ones from the Torn River Bandit Camp among them. Stimmt. Wir haben sie ja vergiftet. Ich kann mich wieder erinnern. Padded Armor. Und was ist das? Ein Punching Dagger. Schau an. Ach, deswegen war er schon schwächer. Ein Horseshoe. Und noch ein Lighthammer. Okay. Finde ich gut. Haben wir schön gemacht. Trail me. Na okay, das war's dann wohl hier, oder? So. Lauter Tote. Ach, warte mal, stimmt. Der hat ja noch gesagt, wir können hier irgendwo... Also das war es wahrscheinlich nicht. Okay. Irgendwo neben dem Tor. Da hat er eine Grube und dort hat er es drinnen versteckt, sein Zeug. Ist es diese Grube? Diese Gruppe. Nein, sind wir wirklich nicht. Wir haben den Staglord besiegt, aber wir haben uns doch hier wohl nicht von irgendwelchen Säbelzahntigern killen lassen. Okay, andererseits könnten wir natürlich den blöden Priester vorschicken. Der doofe Priester bitte da rückwärts gehen, wenn geht. Oh Gott. Nein, kann er nicht. Der blöde Priester muss diesen Dings da angreifen. Weil hinter ihm stehen sie im Weg. Ich meine, wir könnten natürlich anfangen rumzuschaffeln, aber ich glaube, das Ding ist schwach genug, dass wir es so auch schaffen. Wir skinnen sie. Yay! Wir haben Skins. Time becomes distance. Irgendwo neben dem Tor, hat er gemeint. Okay. Achso, da geht's nicht weiter. Ja. Dann vielleicht da unten.
Schaut gut aus. Nicht jetzt. Was soll das sein? Nicht einmal Geld? Ich kann mir kaum vorstellen, dass da kein Geld dabei gewesen wäre. Okay, da waren wir schon. Schauen wir nochmal rein. Nein, nein, nein. Ach Gott. Na okay, vielleicht finden wir es jetzt da, wenn wir da hergehen. Nö. Weiß nicht, vielleicht war das wirklich schon das, was wir suchen hätten sollen. Immerhin war es eine magische Waffe, eine plus 1 und ein Buckler plus 1. Muss schon gewesen sein, oder? Naja, okay. Wir nehmen einfach alles mit. Ah, und dann können wir uns nicht mehr bewegen, ist eh klar. Okay, könnten wir das irgendwie schlichten? So, warte mal, wie war das? Wir sind 15 Pfund schwer und bringen 5 Gold. Die sind 25 und bringen 25 Gold. Gut. Die sind 30 und bringen 50 Gold und die sind 15 und bringen 2 Gold. Als erstes die. Was ist das? 30 und 12. 20 und 6. Das Stadtkleider können wir auch wegwerfen. Wie viel? 30 und 12. Na, das ist besser. Das ist der plus 1 Buckler, oder? Ja. Die Dinger da können wir auch nicht brauchen. Okay, ich glaube wir können wieder gehen. Wir sind leicht genug. Wir sollten vielleicht noch bei der Brücke bei dem Zombie vorbeigehen. Dann kriegen wir auch noch ein paar Punkte dafür, dass wir den befreit haben. Wir haben ja noch Zeit. Ich jetzt, wir tryen zu avoiden. Wir evaden. Wo geht das da hin? Du brauchst so schnell Red New Kill Council. Da gehen wir nicht rein. Das war einfach zu Dings. Na gut, dann campen wir halt. Wieso hast du nur noch plus 3 hier? Dann hat sie plus 11 hier. Ja, können wir das skippen, bitte? Ich will das echt nicht mehr alles hören und sehen. Serenray teaches us to show mercy to all, even one's enemies. By interrupting their life's journey, I've deprived them of a chance to better themselves and atone for their sins.
der ist schon ein sehr gut Charakter. Okay, wo war das? War das hier? Nettles Crossing, ich glaube schon. Genau, es war hier, wo wir noch keine Brücke haben. Ich weiß nicht, ob wir dort jemals eine Brücke hinkriegen. In meinem anderen Spiel habe ich dort keine Brücke hingekriegt. Andererseits, ich habe es auch nicht fertig gespielt, das andere Spiel. You freed an innocent soul from internal torment. Vielleicht machen wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr und bleibt etwas länger. Wir haben auf jeden Fall eine magische Waffe gekriegt. Ein Short Spear. So, wenn wir da so weitergehen, kommen wir da hin. Echt jetzt? Schon wieder? Ach, so ein verschlafener Haufen. Tristian, you become so thoughtful whenever I speak of freedom. Why is that? I often ask myself what freedom means and what its true value might be. For me, it's the chance to follow my heart and turn away from evil things. Oh Gott. Wir traveln dorthin. Dann hören wir für heute, glaube ich, auf, oder? My life is a burden. Ja, gib an Frieden. Your life is a burden. Du weißt ja nichts von Burdens. Ja, immerhin, das erste Kapitel haben wir mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben den Staglord besiegt. Das war jetzt flotter, als ich dachte, dass wir das schaffen. Beim ersten Mal war das nicht ganz so einfach, soweit ich mich entsinnen kann. Show me what you have. Ich glaube, ich will das Zeug verkaufen einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Plus 1 Buckler verkaufen wollen. Die ganzen nicht magischen Sachen verkaufen auf jeden Fall. Ach, Fur, könnte sein, dass die Dings, dass die Amiri, also Hyde, könnte sein, dass die Amiri das mag. Padded Armor. Gilt natürlich für die Waffen, die nicht magischen Waffen verkaufen auf jeden Fall. Und bei den magischen, Two-Handed, ist ein Fauchard. Also ich kann das brauchen. Eine Glaive 2-11. 2-11. Marshall. Nein, brauchen wir nicht. Was ist damit? Das ist exotic. Vergiss es. K
kein Mensch bei uns keine Exotic Weapons. Ein Great Club plus 2. Na, das behalte ich mir auf jeden Fall. Plus 2 Waffen haben wir jetzt nicht so viele bis jetzt. Heavy Pick plus 1. Den verkaufen wir auf jeden Fall auch. Was ist das? Light Hammer. Auch den verkaufen wir. Kein Mensch kämpft mit einem Light Hammer. Ah, warte mal. Den will ich eigentlich gar nicht verkaufen. So, Punching Tag plus 1. Short Sword. Der Savage Bow, den behalten wir uns auf jeden Fall. Short Spear, glaube ich, können wir auch wegwerfen. Was? Nein, nicht das. Wer weiß, ob wir das noch brauchen. Engraved Bracelet, a beautiful piece of jewelry, a merchant would pay well for it. Na dann, weg damit. Da verkaufen wir nix. Das verkaufen wir, glaube ich, auch noch nicht. Das sind Sachen, die wir uns für diesen Magiethändler aufheben. So, das letzte Mal habe ich all diese blöden Bücher gelesen. Ich nehme an, die brauchen wir nicht unbedingt lesen. Was ist das? Bottle of Oil, okay, das nicht. Wieso ist das Essen mit all diesem anderen Zeug zusammen? Polished to a sheen due to the frequent use. Interessant. Verkaufen wir es oder behalten wir es? Ich meine, es braucht keinen Platz, also wir könnten es eigentlich behalten. Braucht keinen. Okay, Deal. Gut, Herrschaft aus YouTube. Ich werde für heute Schluss machen, glaube ich. Oder soll ich mit dem noch reden? The Stag Lord's gone. We found his fortress and sent the villain to oblivion. Oleg looks at you with respect bordering on admiration and good riddance. Maybe now we'll be able to actually live in the stolen lands rather than just surviving. Natürlich, wenn du für Steuern zahlst, auf jeden Fall. Without a doubt, more people will flock here now. It'll surely boost trade, but all the noise they'll bring with you. Well, that's none of your concern. I bet you can't wait to return to Restov and report your great victory. I still have some unfinished business here. Okay, schauen wir mal, ob wir mit den zwei Typen reden. Also, Kerstin. Ja, wenn wir mit ihm reden, fahren wir nach Restov. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will schon. Sind noch immer nicht. Wahrscheinlich müssen wir sie nach Restov mitnehmen. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich, ja,
sagt Tschüss für euch, an euch, mit euch, was weiß ich. Bis dann, ciao.